Okay, bevor wir aber Bane Bericht erstatten, können wir nochmal eigentlich kurz hier das Versteck durchsuchen und das Lager finden und die letzte Drohne finden, nein, die vorletzte Drohne finden und den Erinnerungsauslöser uns holen. Das alles erscheinen mir hervorragende Ideen zu sein. Und dazu müssen wir irgendwie da oben rauf. Und mit irgendwie meine ich, vielleicht fahren wir da einfach rauf. Da rechts sieht es ein bisschen gut aus. Oh, was haben wir hier noch? Wie haben Sie das alles eigentlich gelernt? Es macht nicht den Eindruck, als hätten Sie besonders viel Hilfe gehabt. Okay. Hatte ich auch nicht. Und die Antwort lautet, ich habe viele Fehler gemacht. Fehler gemacht, überlebt, wütend geworden, aufgestanden und gelernt, den Fehler nicht zu wiederholen. Dabei hätte mir auch niemand helfen können. Kommen wir da raus? Das musste ich alleine hinkriegen. Interessant. Die Sache ist nur, nicht alles funktioniert für jeden. Man muss seinen eigenen Weg finden. Und meinen kenne ich. Ich glaube, wir kommen hier... Oh, ich komme mal mit dem Turbo rein. Das hier ist ein Kettlager. Bam. Ein Kettler? Wo? Muss er nicht da lang? Aber ich guck mal ganz kurz. Da ist ein Kettlager. Gleich war da ein Kettlager. Braucht er eigentlich, um endlich zu verrecken? Zu viele, würde ich sagen. Die sind alle äußerst hartnäckig. Gut, die haben auch ganz viele Knochenplatten irgendwie an ihrem ganzen Körper. So, alle erwischt. Hier eine Reliktvorrichtung. Okay. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Dann mache ich das doch. Relikte Datenkernknoten. Dem Schaden nach zu urteilen haben die CAT Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Okay. Aber ich sollte versuchen, das herauszufinden. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Alles klar. Dann versuche ich mal noch mehr zu finden, wenn ich noch mehr finde, und dann scanne ich die. Und dann finden wir das schon noch heraus. Wo hatte ich mein Auto stehen? Da. Ungefähr. So, Erinnerungsauslöser. Auf der Seite eben. Oh, die sind... Ah, mehrere Reliktis. Geißel. Könnte gefährlich sein, aber wir sollten es überprüfen. Wir sollten es überprüfen, ja. Machen wir am besten mal. So. Einmal überprüfen. Wieder ein wenig Geißelenergie, dass ich hier um Relikt Dinger rankt. Ich weiß immer noch nicht genau, was es damit auf sich hat am Ende. Aber sieht interessant aus. So, und irgendwo hier muss ein Erinnerungsauslöser sein. Ich laufe hier mal kurz zu Fuß, weil das sieht nicht so... Oh, nee, da falle ich nur runter. Nochmal da irgendwie rum. Warte, ich finde das schon noch. Hoffe ich. Und mit das meine ich das Erinnerungsauslöser. Das ist ja klar. Hier ist auch noch irgendeine Markierung. Ach, hier ist noch eine Drohne. Aber wo? Ah, nimmt die so lange. Könnte helfen. Tada! 5 von 6.
Wo ist mein Erinnerungsauslöser? Den wollte ich jetzt eigentlich haben. Da müssen wir doch irgendwie rankommen. Das ist nochmal hier rum. Guck mal, wenn wir hier lang fahren, ganz vorsichtig. Nicht runterfallen. Da ist er. 1A. Na, können wir uns an irgendwas erinnern? Aufheben. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Warum steckst du da im Boden fest und guckst nur... Oh, okay. Kriecht ein bisschen durch den Sand. Ja, ein kleiner niedlicher Bug. Warum nicht? So, da ist also noch ein Versteck. Wiederbeschaffung verschwundener Vorräte. Da müssen also die verschwundenen Vorräte hin verschwunden sein. Wir gucken mal ganz kurz. Und eventuell auch die Leute, die die Vorräte entwendet haben. Wäre zumindest wünschenswert. Tatsächlich lungern da Leute rum. Ich park hier mal. Kommen Sie nicht näher, Pathfinder. Sonst eröffnen wir das Feuer. Ja, dann feuere ich halt zurück. Wenn Sie diejenigen sind, die diese Diebstähle der Vorratskisten verschleiert haben, glaube ich nicht, dass Sie einen Kampf wollen. Nehmen Sie die Waffen runter und lassen Sie uns reden. Verdammt. Cool, die haben hier Titan. Freut mich, dass Sie sich für eine. Ich wollte doch Titan aufsammeln. Wer sind Sie? Chase Gagner. Ich war früher beim Wartungsdienst. Hören Sie, Sie hatten recht. Wir wollten niemanden verletzen. Deshalb sind wir auch hierher zurückgekommen. Wir wollten keine Gesetzlosen sein. Wir haben Familie auf der Nexus. Ja, dann kommt doch zurück. Nicht, dass wir willkommen wären. Tan ist nicht gerade versöhnlich und vermutlich haben wir das auch nicht verdient. Ihr seid stets wieder willkommen. Die Umstände. Wie sind Sie zu dem hier geworden? Zu was? Exilanten? Es gab keine Hoffnung. Sie müssen das verstehen. Ich muss gar nichts. Alle sterben. Aber als wir verbannt wurden, haben wir erkannt, dass es noch schlimmer sein kann. Die Leute sind übereinander hergefallen. Das konnten wir nicht. Also haben wir uns hier draußen versteckt. Und wir dachten vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Pathfinder. Verbrechen? Sie geben zu, dass Sie Kriminelle waren. Hatten wir denn eine andere Wahl? Bestimmt. Verbannung heißt, dass man getötet wird, wenn man wieder zurück. Was? Aber wir konnten nicht so weiterleben. Wir sind keine Piraten. Wir kamen hierher, um etwas aufzubauen. Dann schließt euch uns doch wieder an. Was wir tun konnten, war zuzusehen. Zuzusehen, wie sie etwas aufbauen. Das war zumindest etwas. Sie können nicht hierbleiben. Warum nicht? Ich kann nicht zulassen, dass sie so weitermachen. Ach so, mit dem das Stehlen. Nee, das natürlich nicht. Wir wollen überhaupt nicht weitermachen, Pathfinder. Wir haben es einfach versucht, okay? Wir haben es versucht und alles vermasselt. Das ist keine sonderlich ausgefeilte Rechtfertigung. Soll es auch nicht sein. Wir hatten Angst, wir haben schlimme Dinge getan und wir bereuen es. Kann sein, dass wir Idioten sind. Kann sein, dass wir besser nie hierher gekommen wären. Aber wir wollen daran glauben, dass es einen Weg zurück gibt. Runter von meinem Planeten. Nein, geht nach Prodromos. Schließt euch uns an. Wir können jede Hilfe brauchen. Sie wollen eine zweite Chance? Eine Möglichkeit zurückzukommen? Okay. Tan wird das vielleicht nicht gefallen, aber er ist nicht hier. Genau. Werden Sie damit einverstanden sein? Werden Sie es uns versuchen lassen? Ja. Prodromos weist niemanden ab, der wirklich helfen will. Fehlen die Worte, Pathfinder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Dann machen Sie sich an die Arbeit. Wie schön auch, dass ich ihm die ganze Zeit in die Augen geguckt habe. Ich wollte Titan haben. Und Titan scannen. Leckeres Titan. Was habt ihr hier sonst noch rumliegen? Nichts weiter. Ich dachte, vielleicht noch was von Wert, was man an sich nehmen könnte. Habe ich Nickel schon mal gescannt? Ja. Hey! Damit haben sich
diese Abtrünnigen uns wieder angeschlossen. Das ist doch hervorragend. Die haben ein paar Vorräte gestohlen, um über die Runden zu kommen. Ich glaube, das können wir ihnen verzeihen. Gerade mal so. So, dazu dem Bauwerk möchte ich gerne noch sehen. Einfach weil es interessant aussieht. Und weil da noch so eine versteckte Kiste ist irgendwo. Ah, das sieht doch sehr nach einem Behälter aus. Ist aber nicht die versteckte Kiste, die jetzt gemeint war. Okay. Das ist einfach nur wieder eine kleine Reliktstätte mit einem Behälter. Irgendwas macht da elektrische Geräusche. Das war wahrscheinlich deine Mutter. Oh. Was liegt da denn rum? Eine Leiche. Lexi, hier ist noch eine. Die wird sogar in den Unterlagen erwähnt. Bringen Sie sie zurück. Ich sorge für die Aktualisierung. Da ist auch ein Datenpad. Shuttle-System-Log. Ich weiß nicht genau, was da jetzt drauf war. Aber ich habe es mitgenommen. Und darauf kommt es am Ende an, dass man den Scheiß auch mitnimmt. Was liegt da vorne noch rum? Deine Trümmer im Sand. Nur irgendwelche Einzelteile. Nichts, was von Belang zu sein scheint. Jetzt will ich noch diese Kiste da finden. Karte wollte ich eigentlich. Danke. Verstecktes Lager gefunden. Nee, noch habe ich es nicht gefunden, aber gleich. Ist hier oben noch was? Das sieht so... Nö. Das sieht so nö. Sehr nö sieht das. So, das muss eigentlich direkt hier irgendwo bei der Dings sein, dass ich das gerade noch nicht gesehen habe. Hier muss irgendwo noch eine Kiste sein. Ach ja, nimm die doch so lange. Ein schönes verstecktes Lager. Sehr gut. So, dann müssen wir im Grunde da wieder hin. Ich mache mal kurz eine Schnellreise zu einem Aufklärungsposten. Das geht immer schnell. Das weiß ich auch Schnellreise. Ich habe das System verstanden. Das heißt Schnellreise, weil es schnell geht. Für sich selbst und für Sid. Sehr freundlich, Cora. Die meisten halten mich für verrückt, weil ich sie hier rausgezerrt habe. Nein, ich meine davor. Sie haben sich alleine durchgeschlagen und sie aufgezogen. Bei Ihnen klingt das, als hätte ich eine Wahl gehabt. So war es aber nicht. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht... Schon okay. Hat ja ganz gut geklappt in Anbetracht der Umstände. Wie auch immer. Glückwunsch dazu. Ich haben sich da wirklich geschafft. Neue Cat angesiedelt Ach, in den paar Minuten? Sie schmälern ihre eigene Leistung viel zu sehr, Cora Harbor. Egal, ich muss Dings Bericht erstatten. Bane. Das war verdammt gute Arbeit da draußen, Pathfinder. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Cat zu erledigen war eine echt beeindruckende Leistung. Anscheinend haben die Bastarde es verdient. Was soll ich sagen? Ich stehe einfach drauf, die Kette in den Arsch zu treten. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Ach, na ja, warum Hier, nicht? Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Ich habe eine Belohnung gekriegt, was denn? Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Ein Stufenaufstieg, das ist eine hervorragende Belohnung. In der Tat. Pistole oder Schrotflinte? Schrotflinte. Was haben wir denn hier? Nachladen? Magazingröße. Magazingröße ist gut. Und schon habe ich nicht mehr genug Punkte. Ich brauche mehr Levelaufstiege. Viel mehr. Mehr. Oh, die Kampfmusik wird sehr laut, aber will ich gegen die gar nicht kämpfen, weil gegen die habe ich doch schon mal gekämpft. Eigentlich würde ich gerne dazu dem Aufklärungspunkt. Er darf sie nicht packen!
Genau, er darf sie nicht packen. Völlig richtig. Lass die einfach mal rechts liegen. Und schauen wir die anderen Dinge an, ob hier noch irgendwas Wertvolles ist. Die sind Viecher. Finde ich jetzt nicht so wichtig, gegen die zu kämpfen. Die können wir auch gut zurücklassen. Oh, da sind ja noch mehr. Ist ja alles voll. Hier ist auch nur ein Viech, das muss ich auch nicht unbedingt haben. Oh, hatte ich das da vorne schon? Ich glaube fast nicht. Da, die Kette hat mein Lager aufgeschlagen. Nicht mehr lange. Eine. Mortal. Ja, ne? Alter, diese Kampfmusik klingt auch so ein bisschen sehr nervös. Ach, guck mal, da ist noch so ein Gerät. Ich konnte nicht viel extrahieren, aber wie es scheint, haben die Cat aus diesen Reliktenkernen einen Nasspunkt erhalten. Okay. Kannst du ihn ebenfalls ermitteln? Teilweise. Ich benötige einen weiteren Kern, um die Sequenz zu vervollständigen. Ein weiterer Kern, alles klar. Den finden wir bestimmt auch noch. Vielleicht finden wir ihn ja direkt da vorne. Das wäre doch ein Zufall. Meine Sensoren registrieren Kerntechnologie, Pathfinder. Du hast aber sehr feine Sensoren. Was gucken die denn? Ach, die kämpfen die da gegen die Viecher? Die haben da so einen Taurus oder wie das heißt. Die schießt einfach auf alles, was ich bewegt habe. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Das ist eigentlich immer eine gute Idee. Grundsätzlich. Oh, wer brennt denn da? Oh, der hat mich voll überschlagen. Nice. Und so ein komischer Käfer ist da auch noch am Start. Ach, eine Speichwanze, genau. Habe ich die schon gescannt? Jetzt ja. Und natürlich kommt da noch ein Koloss angerannt. Wie sollte es anders sein? Schießen wir aber die ganze Zeit in die Beine. Aber natürlich kann er darüber hüpfen, klar. Ah. Ah. Der Bitch schleppt mich immer voll. Überhaupt nicht in Ordnung. Und dann kommen natürlich noch die Speiwanzen angetroffen, ey. Die wissen auch nie, wann Schluss ist. Immer noch mal in die gleiche Kerbe rein. Boah. So, jetzt werde ich in Ruhe mein Lithium essen. Hier scheint aber kein mysteriöses Gerät mehr zu sein, was ich noch scannen kann. Was schade ist. Ich hätte gern eins gehabt. Mysteriöse Geräte sind ja genug, aber keins, das ich scannen kann. Weil was das hier ist, weiß ich nämlich auch nicht. Aber nun gut, dann ziehen wir halt weiter. Oh, da sind noch mehr Überreste. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Die Betonung liegt auf glaube ich. So, das da hinten schaue ich mir nochmal an. Und die da unten sollte ich mit demnächst auch noch reinziehen. Gibt viel zu erkunden. Sehr, sehr viel. Schwarzfelsternen. Eos hat Zähne. Keine Frage. Natürlich.
Wir sollten uns diese Cat-Maschinen mal ansehen. Ja, ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Mit Gewalt sehen wir uns das Ganze mal an. Ja, ne? Im Ziel bin ich hervorragend. Bitte loop doch noch einmal hervor. Oh, da kommt noch ein anderer. Sind alle sehr erpicht darauf, von mir erschossen zu werden. Ich kann das gar nicht abwarten. So, einer kriecht da noch rum. Wo bist du denn, Kriecher? Da! Die brauchen immer so eine extra Einladung, um zu sterben. Oh, getarnte Viecher. Super! Dreckspack. Ach, da ist noch ein. Waren das jetzt alle? Nein, es waren immer noch nicht alle. Wie viele sind denn davon, sag mal? 119? Oh, wir haben noch was gefunden. Das waren es aber alle, oder? Ich glaube ja. Gut. Gut, gut. Dann können wir wieder ins Auto steigen und weiter gurken. Habe ich das schon eingesammelt? Yep, habe ich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.